Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier zu Assassin's Creed 3 Remastered. Folge 15 mittlerweile. Ich bin gespannt, wie viele Folgen das eigentlich noch werden. Ich tippe mal auf 40. 30, 40. Na gut, wenn es jetzt 30 wären, dann hätten wir ja jetzt schon die Hälfte. Ah, für die Hälfte sehe ich mich noch nicht so. Also doch, dann eher 40, 50. Ja, gut. Genug spekuliert. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, was wir hier machen können. Wir sind jetzt nämlich gerade im Grenzland. Das ist so eine Zwischenregion zwischen Boston, New York und der Davenport-Siedlung. Da gibt es halt so ein Grenzland, wo man halt meinetwegen ein bisschen, ja, hier und das aufsammeln kann. Da gibt es ein paar Dörfer, sage ich jetzt mal, Städte, bisschen mäßig und ein paar Häuser, aber im Großen und Ganzen wirklich nur Wald. Wir sind in der letzten Folge hier im Aussichtspunkt gewesen und jetzt versuche ich ja noch bis halb, sage ich jetzt mal, einzusammeln, also circa eine halbe Stunde einzusammeln, und da versuche ich jetzt hier ein bisschen die Gegenstände zu holen und anzugucken. Und dann werden wir auf jeden Fall dann diese Mission hier spielen. Also eine Hauptmission. Das steht auf jeden Fall an. Ja, los geht's. Wir haben genug gequatscht. 1:30 futsch. So, wir sind unterwegs. Ich wundere mich gerade, warum der Sound so leise ist. Ist alles so leise irgendwie. Was ist denn hier passiert? Also wir gehen jetzt gerade zu Hinkebeins Klunker. Den habe ich jetzt anvisiert. Davon gibt es halt eine Menge auf der ganzen Welt. Und wenn man da genug hat, dann kann man vom Hinkebein ein tolles neues Märchen zu hören bekommen. Oh scheiße, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Da kommen Viecher, die es auf mich abgesehen haben. Oh, das war die falsche Taste. Ich bin noch jetzt gerade ein bisschen im Assassin's Creed Odyssey-Modus, tatsächlich. Obwohl ich das nicht gespielt habe jetzt mehr. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen entsinnen, wie das hier funktioniert hat. So, und hier haben wir einen Klunker von vielen. Also ihr seht, wir brauchen noch 3 Klunker. Dann können wir wieder einen Brief von ihm bekommen und eventuell auch wieder einen neuen Ort, wo wir dann hin reisen werden und diverse Schätze holen, Pläne holen für neue Waffen etc. So, das war Nummer 1. Jetzt haben wir hier Abenteuer. Ich weiß gar nicht, was es sein soll, aber bevor wir dann das Abenteuer gehen, machen wir auf jeden Fall erstmal die Feder. Federn sind auch Sammelobjekte, genau wie Hinkebeins Klunker oder die Almanachseiten haben wir auch schon gemacht. Ja, was man jetzt da bekommt, weiß ich nicht so direkt. Kann jetzt nicht so aus dem Stegreif sagen. Vielleicht auch, wenn man alles hat, eventuell Waffen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir eine weitere Feder für uns bekommen und hier steht was von Abenteuer und das will ich mir jetzt mal genauer angucken. Ach, das ist eine Mission. Ja, dann spielen wir halt mal die Mission. Falscher Alarm. Da waren wir. 8 Monate in Kentuckys Wildnis und jagten und häuteten Elche. War bei meinem dritten Ballen, als sie über uns herfielen. Nicht weniger als 12 Shawnee-Krieger bedrohten uns mit Musketen und Pfeilen. Mein Gefährte war steif vor Angst. Auch mir fuhr der Schreck in die Glieder, doch ich erinnerte mich an das bisschen Shawnee, das ich konnte. Ihr Anführer sprach zu schnell, doch ich verstand, dass wir seit etwa einem Monat in ihrem Territorium wilderten. Ihre Musketen waren auf uns gerichtet, die Pfeilspitzen spürten wir in unserem Rücken. Machte ich ein Angebot in gebrochenem Shawnee. Unsere Beute, meine 3 Ballen und die 1,5 meines Gefährten, im Austausch dafür, dass wir das Shawnee-Land verlassen dürfen. Der Anführer nickte. Sie luden unsere Beute auf und zogen sich zurück. Ihr Boss blieb etwas länger und starrte uns an. Starrte durch uns hindurch mit seinen schwarzen Augen. Und dann war er weg. Wir standen auf und liefen zurück nach Osten. Monate der Arbeit verloren, doch unsere eigene Haut gerettet. Ich sah die Shawnee nie wieder, doch ich weiß, sie folgten uns. Ich konnte ihre Augen im Rücken spüren, bis nach North Carolina.
So, was haben wir jetzt hier? 5 Eingänge zum unterirdischen Tunnelplatz finden? Bäh. Aber geil, hä? Da kommt eine Liste und buff, ist die gleich weg. Ist ja voll cool gemacht, ne? Damit man ja nichts sieht hier. Ja. Was war denn das jetzt hier für einen Quark? Wie kann ich denn das jetzt nachlesen? Gehen wir mal in die DNA. Oder? Ach so, das war jetzt. War das jetzt die Mitgliedschaft von den Abenteurern? Bei der Jagdgesellschaft? Das hatten wir doch schon, oder? Okay, also jetzt bin ich gerade. Ich muss erst mal ein bisschen überlegen, tatsächlich. Schnalle ich jetzt überhaupt nicht. Also, es hatte mir jetzt ganz viele Aufgaben gegeben. Wir haben ja schon teilweise welche gemacht. Das habt ihr ja gesehen. Ja, also man wird ein bisschen dämlich zurückgelassen, das finde ich gar nicht mal so scheiße. Nee, also ich finde schon scheiße. Hier haben wir jetzt einen Abenteurer kennengelernt. Hm, wo kann ich denn das jetzt nachlesen? Also wir müssen wahrscheinlich, so wie es aussieht, jetzt auf der ganzen Welt irgendwas machen. Hier gibt es nochmal ein Abenteurer-Symbol. Das ist ein bisschen weiter weg. Wir gehen da einfach jetzt mal hin. Wir haben ja Zeit. Also da waren ganz viele Informationen. Also ich müsste hier natürlich dann auch das Video für mich dann nochmal anhalten und alles durchlesen. Aber das ist immer so kurz. Ich drücke auch nichts weg. Das ist tatsächlich das Normale. Im Lager der Abenteurer nach Hinweisen suchen. Ah, okay. Also hier muss man tatsächlich jetzt was machen. Und wir fangen mal an. Hinweis analysieren. Ja, da kommt ein Wolf. Aber ich kann nichts drücken. Er kommt jetzt ganz gemütlich zu mir. So, und schon müssen wir Quicktime-Event auslösen. Eine neue Geschichte ist in der ADB verfügbar. Ja, das war's auch schon. Mhm. Und da kommt noch ein Vieh. Ja, da haben wir Luchs und Wolf entdeckt und da kommt noch ein Vieh. Ja, müssen wir jetzt die hier kalt machen? Nee, ja. Aber wir machen es einfach. Oh, ach, scheiße. Das war jetzt mein Fehler. Ich drücke immer die falsche Taste. Am besten wir gehen wieder. So, haben wir jetzt die Mission eigentlich geschafft? Wir gehen einfach wieder zurück. War ja nur ein bisschen hochgehen, eine Leiche begutachten. Scheiße, das Mistvieh kommt aber auch mehr hinterher hier. Mistvieh. Warnung, Connor hat alle Tiergehäute, die er erlegt hat. Aber, hä? Wieso? Ist doch schön, oder? Hä? Ja, ihr seht, da kommt nochmal eine Assassin's Creed Nachricht rein hier für mich. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen hier verwirrt. Ja, da gab es jetzt wieder für Assassin's Creed Odyssey ein Patch 1.54, falls euch das interessiert. Das ja, gibt auch jetzt Valhalla-Ausrüstung in Assassin's Creed Odyssey. Finde ich ganz nett. Ja, dann gibt es ja anscheinend immer wieder jetzt einen Haufen Missionen. Bevor wir die jetzt hier beginnen, muss ich mir jetzt mal angucken, was das eigentlich ist. Was haben wir denn jetzt gemacht eigentlich? Das sind ja bloß die Mitgliedschaften. Ich habe keine Ahnung. Leute, ich habe absolut
keine Ahnung, was das hier für Missionen in Anführungsstriche sind. Ich wollte ja eigentlich hier ein bisschen Gegenstände einsammeln. Da würde ich jetzt das jetzt erstmal sein lassen, eventuell für später, da wir ja, ich kann euch jetzt auch gleich den Grund nennen, warum ich das so mache, weil wir das Problem haben, dass es leider viel zu wenig Hauptmissionen gibt und viel zu viel Sammelbares. Und das hat den zur Folge, dass ich natürlich die Folgen so ein bisschen strecken muss. Ach, ich glaube, ich muss die häuten, ne? Deswegen kam gerade so eine Meldung. Aber hier kommt ja ein Vieh nach dem anderen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist der unendliche Kreislauf des Wolfs. Ja. Yama. Welch ein Yama. Ja, da werden wir jetzt mal hier einen Haufen häuten. Ich glaube, deswegen kam auch vorhin so eine Meldung, dass doch wir hier gefälligst häuten sollen. Aber stand irgendwie komisch da. Also hier ist ja wirklich ein Wolfsgebiet hoch 10. Ja, wo war ich stehen geblieben? Also, es ist leider so, dass es zu wenig Hauptmissionen gibt und zu viele sammelbare Gegenstände. Und deswegen muss ich das so ein bisschen strecken. Also, ich mache jetzt zum Beispiel gerade in der Folge eine Mission, eigentlich eine Mission. Und dann der Rest ist eher so einsammeln. Damit ich so ein bisschen quasi hinterherkomme, weil nach den ganzen Missionen brauche ich dann auch nicht mehr einsammeln. Das ist dann auch Blödsinn. Deswegen versuche ich jetzt schon den ganzen Scheiß einzusammeln. Ja, das war's eigentlich schon. Das war im Großen und Ganzen schon die Erklärung, wieso ich das mache. So, wir gehen hier weiter. Ja, deswegen versuche ich jetzt nicht so viele Missionen zu machen, also auch wenn es jetzt solche Abenteuermissionen sind, versuche ich natürlich ein bisschen hier an den Folgen schon zu machen, weil wenn wir jetzt wirklich immer wieder pro Folge eine Hauptmission machen, ich glaube, dann haben wir noch so viel zum Einsammeln hinterher und wir sind dann mit der Hauptstory durch und das bringt uns nichts mehr, die ganzen Skills und Waffen. Das ist natürlich bei den alten Teilen sogar noch viel katastrophaler als in den neuen Teilen. Deswegen mache ich das auch so. Da kennt ihr also meine Beweggründe, warum ich das ja alles so veranstalte. Ich kenne natürlich hier, falls ihr ja neu seid und ihr das noch nicht wisst oder ihr noch nicht die erste Folge angeguckt habt, ich bin Ivo. Und ich habe das Spiel bereits schon vor 8 Jahren gespielt, als es zum ersten Mal rauskam. Das ist ja eine remastered Version. Und vieles weiß ich gar nicht, habe ich auch schon feststellen müssen. Einiges vergessen oder vielleicht habe ich auch einiges nicht gemacht damals. Jetzt zwinge ich mich eher mehr dazu. Früher war das so eher so, naja, Spiele und tschüss. Ja, und das ist der Witz der ganzen Sache. Aber ich kann hier die Truhe gerade nicht öffnen, jetzt. Ich habe Bier erhalten. Bier. Und Magent-Tropfen. Und ich sehe auf jeden Fall Geld, weil links unten ist schon auf jeden Fall was hinzugekommen. Gürtel, also das sind lauter Pläne, das sind keine wirklichen Gegenstände, Möbel. Was? Wapiti-Geweih, Trophäe. Gut, hier komme ich nicht hoch, warum auch immer. Papier haben wir erhalten, das ist auch wichtig. Stiefel. Sag mal. Augentropfen. Kisten. Wo kommt man hier hoch? Fässer. Ich glaube hier. Bärenfellvorleger. Und 2500 haben wir erhalten. Das ist sehr gut. Wir brauchen das Geld. Wir müssen nämlich mal in einen Laden gehen und ja, uns mal Kartenmaterial besorgen. Da ja hier im Grenzland, ich glaube, da habe ich noch nicht alle Karten. Also mir fehlen tatsächlich noch die Kisten.
da wo man auch wiederum Geld kriegt. Also es ist eine gute Geldanlage. Geld zu investieren, wo man Geld bekommt, ist natürlich immer ganz schlau. So. Und hier oben ist dann jetzt der, wie sagt man, der Synchronisationspoint, der Aussichtspunkt. Aber wir sehen ja eigentlich bloß fetten grauen Nebel. Ja, ihr müsst wissen, das Spiel ist schon 8 Jahre alt. Das haben die nicht so richtig remastert hier, die Suppe. Und vielleicht ist da hinten auch nichts mehr. Ja, gut. Hier gibt es auch noch so ein Abenteurer-Ding. Ach so. Ah, hier gibt es mehrere. Alles klar. Verstehe ich zwar nicht so richtig, aber jetzt weiß ich Bescheid. Ah, ein Todessprung ausführen, das ist auch so eine Abenteurer-Herausforderung, nennen die hier das. Okay, 7 von 10, das kriegen wir auf jeden Fall noch ein paar Mal hin im Laufe des Spiels, da bin ich absolut überzeugt. Und da hinten ist auch schon der nächste Aussichtspunkt. Ja, das heißt, wir sammeln jetzt ein. Die Aussichtspunkte sind natürlich für mich vom großen Vorteil, denn ich werde natürlich im Laufe des Spiels mal hin und her müssen und das ist natürlich ganz praktisch, wenn man das durch einen Schnellreisepoint machen kann. Das ist wirklich dann sehr angenehm. So, und hier müssen wir jetzt hoch. Frage ist bloß wie. So, es gibt immer irgendwie ja einen Weg nach oben, aber auch Wege nach unten. Da muss man aufpassen. Ich glaube, hier hoch geht's tatsächlich. Das wusste ich jetzt nicht. Das war intuitiv. Das habe ich nicht beabsichtigt. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so der ultimative Weg, den ich nehmen sollte. Der macht jedes Mal hier den Gang nach oben. Aber ich muss ja nach ganz oben. Oh. Ja, das war irgendwie nichts. Also er hat hier so eine Rinne. Ach so, man muss nach links und nicht nach rechts. Das war der Trick hier. So, irgendwie muss ich jetzt hier weiter. Oh nein. Jetzt ist er natürlich komplett wieder nach unten gesammelt. Und ich habe nicht die Sprungtaste gedrückt. Aber das war damals so. Ne? Wenn man die falsche Richtung gedrückt hat mit dem Cursor, mit dem Analogstick, ja, dann ist natürlich die Kacke am Dampfen. Ja, das müssen wir jetzt ausbaden. Ich glaube, jetzt müssen wir hier hinter, oder? Oh. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt normal war oder ob das nur Glück war. So, ich glaube, hier können wir jetzt synchronisieren. Auch einen Aussichtspunkt erreichen ist auch so eine Abenteurer-Mission. Aber ich frage mich, ob wir jetzt hier runterspringen können. Ja, runterspringen können wir, aber wir können sterben. Scheiße. Naja, peinlich. Aber so ist es nun mal. Auch das war früher ein bisschen blöder. Das haben die jetzt in den neuen Teilen ein bisschen besser gemacht. So, und ja, wir gehen jetzt wieder zum nächsten Fehler, zum nächsten Sammelobjekt. Wir haben ja ganz schön Zeit gefressen. In circa 10 Minuten würde ich dann auch die Hauptmission weiterspielen. Ich habe ja schon gesagt, wenn wir so ungefähr in einer 9. Sequenz sind, dann machen wir auf jeden Fall einen Stopp mit der Hauptmissionen. Da machen wir dann nur noch so, ja, die ganzen Nebensachen. Weil wir dann einfach auch nicht mehr so richtig hinterherkommen. So, auch hier ist die Feder jetzt geholt worden. Hier gibt es noch einen Schnellreisepunkt, sehe ich.
ist noch eine Feder. Jetzt frage ich mich, ob wir das schaffen zeitlich. Ich gehe jetzt mal hier hinter. Der Vorteil ist ja natürlich auch hier, dass ich jetzt durch das Laufen, was ich hier mache, das Grenzland auch aufdecke gleichzeitig mit. Und dann kann man alles schön detailliert auf der Karte nachgucken. Ja, klar. Hier, schaut euch das an. Connor hält an, bloß weil ein Ast unter seinen Füßen ist. Und dann hält er die Hände hoch, als ob er gegen eine Wand sich stützt. Das ist herrlich. Das sind die kleinen Dinge im Leben, die in das Spiel zu Sau machen. So, wir müssen hier hoch wahrscheinlich. Ich habe jetzt gerade ein bisschen die Bäume abgecheckt nebenbei. Es ist manchmal so, um eine Feder zu erreichen, muss man ja, gewisse Bäume erklimmen. Und das ist auch so ein Ding halt, wo man viele Bäume durch erklimmen muss, um diese Feder hier zu erhalten. Aber das sollte eigentlich jeder schaffen. Einfach nur ein bisschen ja, rumgucken und dann sieht man schon, wo die Entwickler die Bäume strategisch platziert haben. So, nächster Aussichtspunkt. Lass mal schön deine Hände da, wo sie sind. Wir müssen hier nicht auf jeden vergammelten Stein hochkrauchen, wo schon ein Tier hingepinkelt hat. Das ist nicht geil. Nein. Wir folgen der Straße. Das ist ein ziemlich großer Baum. Ui, ei, 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 ei. So, wir sind das Jagdgewirr, Jagdrevier sind wir, oder haben wir betreten von Lexington. Hier geht es wahrscheinlich wieder hoch. Ist wieder so ein Stummel wie vorhin, bei einem anderen Aussichtspunkt. Auch hier ist der gleiche Bug so ein bisschen hier zu sehen. Hier, seht ihr das? Man kann durch das Baum oder durch den Baum sehen. Das war bei den anderen auch so. Also das ist exakt die gleiche. Der gleiche Stummel mit dem gleichen Bug. Schön, wenn sich die Entwickler so treu bleiben. Ich glaube, das ist aber auch wieder wirklich das exakt gleiche. Ja, weil es geht wieder hier nach links oben. Also das ist wirklich so ein Copy-Paste-Baum. Aber ich kann mir vorstellen, dass es hier noch ein paar Eigenheiten gibt. Ah nein, es ist wirklich gleich. Ach nein, okay. Buff, tot. Nochmal von vorn. Ja, scheiße. Ja, Aussichtspunkte, ich merke, das sind nicht meine Spezialitäten. Hier gibt es aber noch eine Feder, die würde ich jetzt holen, weil wir sind jetzt gerade einfach hier drin. Macht keinen Sinn, wenn wir jetzt einfach gehen und nicht die Feder mitnehmen. Ach ja, super, da war noch, da war noch ein kleiner, wie sagen wir so, Durchrutschpunkt. Jetzt ist der natürlich nochmal durchgerutscht. So, ich glaube, so geht's auch. Ach cool. Haben wir die Feder nicht bekommen. Oh mein Gott. Das kostet mich schon ein bisschen Nerven jetzt. So, Ruhe jetzt. Wir wollen jetzt hier rausgehen. 2 von 5 in Lexington. So, wir probieren es nochmal mit dem Baum. Diesmal ein bisschen langsamer und logischer. Die Trommeln, das sind bestimmt die Rotröcke. So nennt man die hier auch. Ich passe mich bloß der Language hier an. Hoch geht's.
wieder an der Rinde entlang, als ob man sich so krass anklammern könnte. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das war jetzt wieder genau der gleiche Fehler. Wir gehen mal wieder jetzt nach unten. Wir dürfen hier nicht drauf. Nochmal runtergehen. So, und jetzt geht's mal hier lang. Nee, macht er nicht. Ja, dann frage ich mich, wie man da ganz hochkommt. Also da war es ja doch, wo wir zum ersten Mal gestorben sind. Ja, doch der richtige Weg, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. So, nach links hoch wieder. Also ihr seht, der Baum ist mein Endgegner. Ich kenne nichts Schlimmeres als dieser wunderschöne Baum. Der Verdammnis. Oder wir gehen hier weiter hoch. Geht's hier weiter hoch? Ja. Er hangelt sich jetzt bei irgendwelchen Ästen. Also ist doch nicht wirklich so 1:1. Ah, jetzt wissen wir, wie wir eigentlich normalerweise hochkommen. So, synchronisieren. Eieiei. Naja gut, er war doch ein bisschen anders. In der Klettermechanik. So, jetzt müssen wir wirklich jetzt wieder nach unten. Wir sind ja letztens gestorben. Also wir gehen jetzt einfach wieder nach unten hier die ganze Zeit. Drücke ich jetzt einfach rot. Obwohl ich denke mal, es ist schneller, wenn man stirbt. Ach, das war jetzt wirklich keine Absicht. Ich habe einfach jetzt nur jedes Mal rot gedrückt und das ist das Endergebnis. Ja, ihr seht, also jedes Mal, wenn ich hier Aussichtspunkt hole, schaltet er hier so ein Gebiet frei. Jetzt gehen wir noch zum Schatz. Das bringt ja wie immer Pläne oder Geld oder auch beides. Und ja, im Großen und Ganzen können wir dann uns auch langsam frisch machen auf die Missionen oder auf die Mission, besser gesagt. Ich sehe gerade, hier muss ja irgendwas Unterirdisches geben. Da ist nämlich eine Kiste, die ich jetzt nicht holen kann, weil die unter der Erde ist. Ich suche jetzt hier nach einer Höhle. Ist doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Hatte man wirklich den Spieler so viel Gehirnschmalz schon abverlangt vor 8 Jahren? Ja, also irgendwas müssen wir hier machen. Also hier glitzert es am lautesten. Ach, weil hier eine Feder ist. Haha. Okay. Deswegen glitzert das hier auch nochmal so richtig stark. Ja, aber die Zeit ist gleich rum. Wir werden gleich auf jeden Fall erstmal Mission spielen. Die anderen Sachen, die können wir ja jederzeit noch machen. Also ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo wir... Ach, hier. Hier ist eine Höhle, so eine Art. Krass. Ich hätte es jetzt fast aufgegeben. So, Munition. Geräuchertes Wapiti-Fleisch. Farben. Räumermittel. Mhm. Ist ja ganz toll. Waffenklingen. Okay, was sind Waffenklingen? Also ihr seht, lauter lustige Sachen. So, und dann haben wir hier noch einen Lieferauftrag. Ich weiß gar nicht, ob wir hier den abschließen müssen oder ob der da beginnt. Artillerie. Okay. Rehherz. Beize. Oh, hier ist irgendwie Nebel, hä? Kann das sein? Mokassins. Lexington-Gegenstände. Ah, Lexington-Gegenstände. Wolfspelz haben wir jetzt abgegeben. Wir brauchen Biberzähne, Bärenpelz, Luchspelz, Ensorn. Und 750 haben wir auch noch erhalten. So. Jetzt sind wir, wie ich schon sagte, schon ein paar Mal in der Mitte der Zeit angekommen und wir können jetzt eine Mission spielen. Eine wunderschöne Mission.
Und hier fängt sie an. Ich sag euch gleich mal, um was es sich ja eigentlich handelt. Die Gefechte von Lexington und Concord. Sequenz 7. Irgendeine Mission. Bleibt standhaft, Männer! Ihr dürft nie... niemals zuerst schießen! Doch wenn sie unbedingt Krieg wollen, lasst ihn hier beginnen! Pitcairn! Auseinander, ihr Drecksrebellen! Legt die Waffen nieder und geht heim! Was zum Teufel macht ihr denn? Haltet eure Positionen! Feiglinge! Verräter! Die kommen nicht zurück. Du musst mit denen auskommen, die geblieben sind. Erklär mir nicht, wie ich meine. Schieß zurück! Schieß zurück! Und sofort nach Concord und die anderen warnen. Zeig das dem dortigen Anführer. Der Mann hört auf den Namen James Barrett. Jetzt geh schon! Oh, 3 Minuten. Nach Concord reisen, um den Brief zu überbringen, um die dortige Miliz zu warnen. Ich würde hier gerne aufsitzen. Ach, jetzt. Ja, dann halten wir uns ganz straff an die 600 Meter hier. Müssen wir hier irgendwelche Sachen noch machen, weil es gibt ja manchmal auch optionale Ziele. Zusammenbleiben, Jungs, und Schritt halten. Ja, tut jedes Mal irgendwie noch mal so aufleuchten, aber das hängt damit zusammen, dass wir immer wieder entdeckt werden von unseren Feinden, sage ich jetzt mal. Hilfe! Was geschieht hier? Aber hier kann man echt sehr krass oder sehr weit immer das Grenzland begutachten. Die nehmen Gefangene! Flieht! Zivile Geiseln befreien kommt jetzt auch noch. Den alten Robert geschnappt. Wir müssen was tun. Wir müssen helfen. Die sind da drüben lang. Ja, wo? Ach, hier. Nein, lauf sie Sporen geben. Ich kann aber irgendwie auch nicht mehr aufsitzen hier. Ich bleibe nicht hier und warte ab, was passiert. Haben wir jetzt die zivilen Geiseln eigentlich? Nein. Scheiße. Wieso kann ich ihn hier nicht runter vom Pferd? Das ging irgendwie gerade gar nicht. Also irgendwie bin ich hier gerade ein bisschen verwirrt hier. Scheiße. Warte mal kurz. Wir müssen uns erstmal ein bisschen hier wieder bisschen uns normalisieren. So, wo ist mein Scheißpferd? Da ist das Scheißpferd. Komm. Du, wir haben. Ja, du schwingst gerne deine Fäuste, was? Und wir haben wenig Zeit. Wir müssen irgendwie dahinter noch. 200 Meter. Das ist wenig. Nee, das ist viel. So rum. Es ist viel. Das in den 40 Sekunden. Wird mir gerade ein bisschen schlecht. Ob wir das schaffen. Es wird knapp. Ich habe eine Überraschung für den Hummerbuckel. Also wenn jetzt noch ein optionales Ziel kommt, ja, dann schaffen wir es nicht mehr. Aber doch, ja, kriegen wir hin. Wir sind da. Hui. Blut wurde vergossen in Lexington. Noch mehr wird folgen. Die Rotröcke kommen hierher. Ach, sag bloß. Was glaubst du, warum wir hier sind? Ja, hey, keine Ahnung. Bevor dir noch was zustößt. Ich habe genug Probleme ohne so einen Grünschnabel, der den Helden markiert. Ich bürge für ihn. John Parker ebenso. Hey.
Wo ist Rivera? Gefangen. Was? Keine Angst. Der Mann ist brenzlige Situation gewohnt. Der kommt klar. Ganz sicher. Genug geschwätzt, die Damen. Parker scheint zu glauben, du seist nicht vollkommen nutzlos. Also schätze ich, es gibt ein, zwei Dinge, bei denen du uns helfen kannst. Wenn der Kampf beginnt, müssen wir diese Stellung halten. Das ist entscheidend für die Verteidigung von Concord. Gute Jungs, aber keine Soldaten. Sie brauchen jemanden mit Erfahrung, der sie anführt. Kannst du das für sie tun? Und du sagst besser die Wahrheit. Du hast mein Wort. Dann bleibt uns jetzt wohl nur noch eins. Warten. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Also eigentlich denke ich mal nur kämpfen. Bemannt die Barrikaden! Nein! Meine Männer müssen diese Stellung halten. Wenn die Roten durchbrechen, sind wir dran. Was soll ich dabei tun? Hör gut zu. Die Rotröcke bilden Schützen. Schießbefehl kurz bevor die Reihe bereit ist. Zu früh und sie verfehlen jetzt. Zu spät und der Feind wird das Feuer eröffnen. Verstanden. Und wenn ein paar der roten Bastarde durchbrechen, greif sie an. Halte meine Männer am Leben. Oh nein, da werden wir bestimmt öfters mal wiederholen müssen. So, warte mal kurz. Wir machen erstmal einen Stopp. Rotrock-Gruppen mit nur einem Befehl töten. 0 von 7. Was auch immer. Vorbereiten! Also die müssen kurz vorm Schießen sein, ne? Jetzt feuern! Tja, ich glaube, wir müssen jetzt auch mal zu den anderen Posten gehen. Ich sehe auf der Minikarte hier noch ein paar andere Sachen. Oh, scheiße. Da hätte man schon schießen müssen, glaube ich, ne? Ah ja. Aber man sieht auch nichts von diesem scheiß Nebel. Wartet auf mein Signal. Vorbereiten! Los! Macht euch bereit! Die Schwierigkeit ist hier wirklich, dass dass man nicht überall gleichzeitig sein kann. Los! Nicht schießen! Vorbereiten! Vorbereiten. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert, ne? Also ich versuche hier wirklich nur immer hin und her zu gehen. Feuer! Und irgendwie drauf zu drücken. Nicht schießen. Los. Wir warten jetzt ab. Los, schießen. Nicht schießen. So, also optionale Ziel haben wir jetzt schon erledigt irgendwie. Ich habe keine Ahnung, warum. Das Signal abwarten. Jetzt feuern! Das Signal abwarten. Feuer frei! Vorbereiten! Nicht schießen! Schießt! Troff, troff, troff! Aber ich kann ja nicht gleich den Schießbefehl, mein Gott, was ist heute los? Nicht schießen! Ausrichten. Oder anrichten, oder keine Ahnung, wie man das sagt, ja. Auf jeden Fall, los geht's, Leute. Schießt einfach. Schießt einfach permanent drauf. Dann seid ihr wahrscheinlich auf der sicheren Seite. Nicht schießen! Feuer frei! Macht euch bereit! Schießt! Einfach schießen.
Macht euch bereit! Rückzug! Rückzug! Ja, gut oder schlecht? Nein, das ist gut. Sehr gut. Es ist geschafft! Sie ziehen den Schwanz ein! Ja. Dafür mussten einige jetzt sterben. Mit James Barrett sprechen. Und dafür müssen wir über die Brücke wandern. Steht er. Das muss ein Monster sein, der so etwas tut. Wenigstens sind sie fort. Ich hätte ihn töten sollen, als ich konnte. Weißt du, wo Pitcairn jetzt sein könnte? Zurück in den vertrockneten Schoß der Briten, kein Zweifel. Dort formiert er sich neu und plant die nächste Gräueltat. Ich muss ihn finden. Je länger ich warte, desto mehr werden leiden. Kopf hoch, Freund. Viele, die heute sterben sollten, leben noch. Nur wegen dir. Und was ist mit denen? Wir tun, was wir können mit dem, was wir haben. Das ist nicht genug. Das ist es nie. Naja, da sind einige gestorben. Das war die Sequenz 7. Diese tollen Mission, die wir natürlich zu 100% geschafft haben. Zeitung in der ADB freigeschaltet. Aha, die Gefecht von Lexen. Also hier haben wir wieder ein paar Sachen freigeschaltet. Ihr seht das jedes Mal rechts. So schnell kann ich nie lesen. Leider Gottes. Neue E-Mail haben wir auch erhalten. Können wir auch mal irgendwann mal raus aus den Animos. Zur Unterstützung eures glorreichen Vorhabens. Ich hoffe, ihr akzeptiert meinen aufrichtigen Dank für diesen außerordentlichen Vertrauensbeweis. Doch im Fall unglücklicher Ereignisse, die meiner Reputation schaden könnten, bitte ich die Gentlemen in diesem Raum darum zu bedenken, dass ich in aller Ernsthaftigkeit erkläre, mich dem mir anvertrauten Kommando nicht gewachsen zu fühlen. Wahrlich, ich kann mir wirklich keinen geeigneteren Mann denken. Möchte ich dem Kongress versichern, dass ich, da keine finanziellen Überlegungen mich hätten locken können, dieses schwere Amt anzutreten, auf Kosten meines häuslichen Friedens. Ich würde auch nicht erwarten, dass du dich erinnerst. Komm, Connor, ich möchte dir jemanden vorstellen. Ich werde über alle meine Ausgaben Buch führen. Mir leid, dich sofort zu zerren, aber eine Prügelei ist das allerletzte, was wir jetzt brauchen können. Connor, darf ich vorstellen? Das ist unser soeben gewählter Commander-in-Chief, George Washington. Ah. Du bist der, der Sam und John bei Lexington gerettet hat. Das waren allein die Patrioten. Ich habe ihnen nur geholfen. Ebenso bescheiden wie tapfer. Wir bräuchten mehr Männer wie dich. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet, ich sollte mich lieber um Charles kümmern. Er scheint nicht sehr glücklich zu sein, dass man ihm bei der Entscheidung überging. Schön, dich kennenzulernen, Connor. Was gibt es Neues zu Pitcairn? Ich habe gehört, er zog sich nach Boston zurück, wo er von 1000 Rotröcken bewacht wird. Der einzige Weg, an ihn ranzukommen, ist, ihn herauszulocken. Zu deinem Glück starten wir eine Offensive gegen die Stadt, um genau das zu tun. Israel Putnam hat das Kommando über unsere Truppen. Wenn du ihm dies zeigst, wird er dir jede Hilfe geben, die du brauchst. Du findest ihn im Heerlager auf Bunker Hill. Du hast meinen Dank. Gern doch. Das war das Mindeste. Pitcairn ist ein gefährlicher Mann. Je eher wir ihn los sind, desto besser. Dasselbe gilt auch für Charles Lee. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die heben wir uns für später auf. Brich jetzt auf nach Boston, Connor. Naja, also eigentlich würde ich auch sagen, Charles Lee, klein, zack, bumm, tot, dann haben wir es hinter uns. Kontinentalkongress, aha. So nennt man den Spaß hier. Du bist immer noch hier? Oh, war's das jetzt mit dem interaktiven Gespräch, ich frage oder? Ich mich nur, was geschieht jetzt?
Es gibt eine Menge zu tun. Washington muss festlegen, wann und wo wir als nächstes zuschlagen. Und wir müssen unsere Botschaft ausarbeiten. Botschaft? Wir müssen sofort die Flugblätter kontakten, damit jeder weiß, dass die Loyalisten das Feuer in Lexington eröffnet haben. Aber niemand weiß, wer zuerst schoss. Genau deshalb müssen wir das schnell verbreiten. Wir legen die öffentliche Meinung fest. Das scheint unehrlich. Vielleicht. Na und? Also der Mund von Connor sieht ja richtig scheiße aus. Notwehr handelten, sonst also hätten so richtig scheiße animiert. Habt ihr aber. Sollen wir uns lieber einem Tyrannen beugen? Ist es das, was du vorschlägst? Nein, natürlich nicht. Niemandem sollte die Freiheit verwehrt bleiben. Trotzdem, die Wahrheit zu beugen, scheint mir ein gefährlicher Weg zu sein. Verstehe, Connor, dass dieser Krieg nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in Herzen und Köpfen geführt wird. Etwas Theater kann da nicht schaden. Vor allem, wenn es Leben rettet. Ja, das war das interaktive Gespräch. Mehr gibt's ja auch nicht. Wir können ja nochmal versuchen, hier hochzugehen. Aber eigentlich müssen wir, glaube ich, jetzt den Raum verlassen. Oh, relativ unspektakulär das Ganze. Einfach ein Gebäude. Das sieht ein bisschen natürlich hübscher aus als die Standardsachen. Da haben sie sich ein bisschen mehr ins Zeug gelegt. Aber wir gehen jetzt hier raus. Neue Waffen in Geschäften erhältlich. Sehen wir jetzt hölzerne Kugelkopfkeule. Der zweite Kontinentalkongress. Achso, Zeitungen in der ADB freigeschaltet. Und ja, Animus-Datenbank nochmal. Steht das also, wir haben irgendwas freigeschaltet in den Geschäften, da müssen wir sowieso mal hin. Zack, bumm, jetzt sind wir wieder da, wir sind wieder ja, rausgeschmissen worden, kann man schon sagen. Ja, wir holen uns jetzt noch eine Feder, weil wir so ja, freudig sind. Holen wir jetzt uns noch mal eine Feder und dann würde ich sagen, ja, suchen wir uns mal ein Geschäft. Und der Scheißbaum. Und ja, werden da mal gucken, was wir da noch kaufen könnten. Ob das eventuell nützlich ist. Ja, also leider Gottes. Deswegen spiele ich ja auch ein bisschen hier die Hauptmission. Werden ja die Waffen erst nach und nach freigeschaltet. Je nach Sequenz. Das war hier damals in den alten Assassin's Creed Teilen sehr, sehr stark belastet. Ist natürlich jetzt in den neuen Teilen nicht mehr so. Beziehungsweise... Man muss dann, glaube ich, eher eine Stufe sein. Eine, ja, Levelstufe, also so richtiges klassisches RPG. Hier können wir jetzt den Konvoi angreifen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt was uns bringt. Also irgendwie haben wir auch gerade die falscheste Waffe aus. Naja. Irgendwie komisch. Aber wir werden jetzt mal einfach angreifen. Ich will einfach mal gucken, was passiert, wenn ich hier einen Konvoi angreife. Okay. Ich merke schon, ihr habt schon ein bisschen was drauf. Hab's verstanden. So, den Wagen des Konvois plündern. Das machen wir jetzt auch. So. Dann mal schauen, ob das jetzt was bringt. Geld vielleicht, oder? Ja, ein bisschen. 750. Oh, das hat es ja wirklich nicht so richtig gebracht. Hm. Naja. Ich glaube, da kann man was Besseres machen. Da gibt es wieder Rotröcke, die wir ein bisschen ausweichen müssen. Da wir schon einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Und zwar die Stufe 1. Das heißt, die Gegner werden auf jeden Fall auf uns aufmerksam. Und ja, dann müssen wir natürlich den Zeitraum, ja, das Weite finden, damit es nicht eskaliert.
So, das war die vierte von fünf Federn hier in Lexington. Ja, hier gibt es ja kein Geschäft, glaube ich. Oder doch, da hinten. Da hinten gibt es einen Laden. Aber leider Gottes ist der ziemlich weit weg. Wir können natürlich jetzt hinreisen, schnell. Also nicht schnell hinreisen, das geht gar nicht, weil wir haben ja keinen Schnellreisepunkt. Haha. Ich meine halt zu Fuß. Es bleibt ja uns nichts anderes übrig, oder? Wir gehen halt nach Boston und Co. und versuchen halt darüber wirklich schnell am Laden zu sein. Aber natürlich ist da im Laden auch in der Nähe ein paar Schnellreisepunkte. Also wäre jetzt natürlich clever, wenn ich die jetzt auch noch holen würde, damit ich, wenn ich wieder in die Versuchung komme, nicht wieder das gleiche Problem habe hier. War hier jetzt gerade auch ein Ladensymbol? Tatsächlich. Ja, dann können wir auch hier hin. Es ist manchmal, sieht man doch auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich glaube, das haben wir jetzt so vielleicht auch gerade freigeschalten, indem wir hier rumspaziert sind und das genauer angeschaut haben. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt. Nochmal schnell gucken wegen Karten. Also, das sind hier die New York-Karten. Die sind noch gesperrt, weil wir noch nicht in New York waren. Und hier kann man Federn holen, Black Creek und Co. Also das betrifft Grenzland. Oder, ja, nee, ach so, wir haben jetzt bloß noch die Federn. Ja, gut, dann holen wir das. Dann machen wir das so. Damit wir wissen, wo wir hier hinklettern müssen. Gut, ja, und jetzt haben wir bloß noch wirklich New York-Angelegenheiten. Das ist jetzt nicht so ganz so wichtig. Ja, normale Waffen, wir schauen mal rein. Da haben wir auch noch nichts so wirklich Besseres. Ach, das ist alles. Alles. Das ist die hölzerne Kugelkopfkeule, die jetzt erst freigeschaltet wurde. Ihr seht, es würde Combo schlechter werden, Schaden würde schlechter werden. Das ist total für die Tonne eigentlich. Ja, ich möchte gern das hier haben, aber das ist alles erst Sequenz 10, ne? In einer Truhe in New York gefunden. Alles klar. Also, da kommt wirklich das Gute erst sehr, 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 sehr spät. Rauchbomben können wir jetzt auch machen. Aber die könnten wir rein theoretisch, glaube ich, auch irgendwo plündern, aber wir kaufen die jetzt einmal. Rauchbomben waren ja meine Lieblinge damals, auch in Assassin's Creed Unity, was ich ja auch schon auf meinem Channel euch präsentiert habe. Da habe ich auch ganz viele Rauchbomben benutzt. War wunderbar, sage ich jetzt mal. Konnte man wirklich viel... Ach, schaut her, wir haben ganz schön viele Federn verpasst jetzt. Das war jetzt wirklich aufgrund dessen, weil wir jetzt hier jetzt erst die Karte haben, sehen wir natürlich jetzt den ganzen Scheiß. Ja. Nicht schön. Aber okay. Ja, und da sind wir auch schon wieder fast rum mit der ganzen Stunde. Ja, die Zeit vergeht ja jedes Mal wie im Flug. Federn einsammeln, ihr seht, das ist noch eine ganz schöne Herausforderung. Ganz schön zahlreich hier die ganze Geschichte. Ich glaube, Federn gibt es grundsätzlich, glaube ich jetzt, nur im Grenzland. Falls ich falsch liege, sorry. Ich glaube, das war so. Ich glaube, die gibt es hier nur im Grenzland. Das heißt also, wenn wir hier alle Federn haben, müssten wir eigentlich alles haben. Bisschen alles hier verzwickt. Ja, also hier müssen wir ja sowieso hin. Dann in der nächsten Folge werden wir da nochmal hingehen. Wir können also jetzt mal ein bisschen irgendwo hin, wo wir vielleicht noch keinen Aussichtspunkt haben. Ja, das wäre tatsächlich wieder hier in der Mitte. Oh. Habt ihr das jetzt gesehen? Strahlender Sonnenschein und plötzlich
ein gleißendes Licht, es ist Gewitter. Ja, also die Wettereffekte gibt es hier, aber die sind leider nicht so schön. Aber das haben wir schon mitbekommen. Also das ist wirklich auch in den neuen Teilen, also speziell Assassin's Creed Odyssey, weiß ich das auch noch sehr frisch, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ja, der Vergleich zu hier ist dramatisch groß. Ihr seht ja, es ist ein bisschen billig wirkend. Aber ihr habt es ja gesehen, wir müssen ja auch einige Biber und noch so und Co. machen hier. Ja, da müssen wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen damit befassen. Wir müssen erstmal die Liste irgendwo finden. Und dann versuche ich das auch mal in Zukunft hier ein paar zu fangen hier, um eventuelle tolle Jagdsachen freizuschalten oder irgendwie, dass wir hier weiterkommen. Hier müssen wir wieder von Baum zu Baum springen, so wie es aussieht. Geschafft. Ja, und hier haben wir Aussichtspunkte. Also die, ja, davon habe ich ja vorhin schon geträumt, dass wir da mal hätten was machen müssen in der Richtung. Das machen wir jetzt auch. Aber wir kommen langsam voran. Es war, ja, wirklich sehr langsam, aber es wird. Wir sind mit der Story, sind wir eigentlich ziemlich gut vorangekommen. Jetzt sogar auch noch wieder 100% geschafft. Das habe ich ja manchmal nicht. Aber da verspreche ich mir ja, wenn ich dann bessere Ausrüstung habe, dass wir da nochmal ran können. Und dann geht's los. Ja, die Ausrüstung kriegt man hier wirklich leider erst sehr, sehr spät. Also vor allen Dingen auch wichtige. Der Adler schon, aber wir können ja irgendwie nicht hoch. Jetzt. Ja, es ist schon wieder so ein komischer Zustand, den hier Connor einnimmt. Ja, also. Wir haben Abenteuerherausforderung 1 jetzt abgeschlossen mit einem Aussichtspunkt erreichen. Und da haben wir noch eine Kuriermission. Die können wir jetzt wahrscheinlich auch mal so nebenbei aufnehmen. Ja, das sind jetzt, glaube ich, so ziemlich die letzten Sachen, die wir hier machen. Dann, wie schon gesagt, Zeit leider schon rum. Wir können ja auch mal irgendwann mal hier ein Brettspiel spielen. Das geht ja auch überall. Oder fast überall, wo Menschen sind. Ja, also jetzt haben wir eine Kuriermission angenommen. Da geht es einfach darum, wieder jetzt, ja, in ganz Grenzland hier Briefe zu verteilen. Zum Beispiel auch hier. Ist ja sogar gleich um die Ecke. Also sogar ganz einfach hätte er sogar selber vorbeibringen können. Aber wir wollen ja irgendwie ja, das Spiel verlängern. Dramatisch. So denken sich das die Entwickler. Wie können wir das Spiel noch ein bisschen aufblasen, damit es nicht so kurz wirkt? Ja, genau so. Ah ja, ich merke schon, die Bäume sind jedes Mal gleich. Also, jedes Mal mit der Rinde links. Aber hier wird es immer dann ein bisschen kompliziert. Aber ich glaube, ja, man muss jedes Mal hier so lang. Das wird nämlich der Witz sein. Wir hatten das beim ersten Mal heute, hatten wir das per Zufall geschafft, glaube ich. Nämlich der Witz an der ganzen Sache. So, synchronisieren. Schön. Also, wir haben ja wirklich einiges geschafft. Wir schauen gleich nochmal, was das in Prozenten bedeutet.
Wir sind ja, ich glaube, heute bei 35% Synchronität sind wir gestartet. Deswegen ist es auch immer, ja, cool, wenn man da nochmal reinguckt, wie viel wir jetzt quasi haben. Damit wir ungefähr wirklich wissen, wie viel oder wie lange das jetzt noch dauert, bis wir einzelne Teile erledigt haben. Das ist ja doof. Wie kann ich denn hier den Brief überbringen? Achso, ja gut. Ich bin ja jetzt mal schnell vorbei, hab nochmal auf den Button gedrückt und das war's. Also, es geht, wenn man mal kurz vorbei rennt. Es ist halt das Problem, weil ich jetzt auf Bekanntheitsstufe 1 bin. Da ist es ein bisschen schwieriger. Aber ja, im Großen und Ganzen sind wir jetzt durch. Wir schauen mal kurz in die DNA rein. Also, wir haben heute bei 35% gestartet, das habe ich mir gemerkt. Jetzt sind es 38%. Also, wir sind wieder 3% mehr zum Ende angekommen. Mein Ziel ist es ja hier, 100% zu schaffen. Natürlich, die letzten Prozente werden am längsten dauern. Aber ihr seht, Sequenz 7, da haben wir jetzt auch die Hälfte schon geschafft. Kommen jetzt nur noch 2 Missionen. Dann sind wir auch bei der 8 schon. Ja. Und dann gibt es ja noch ein paar Clubsachen. Mitgliedschaft bei den Schlägern. Ich frage mich, wie ich hier jedes Mal die Mitgliedschaften erhalte. Die bekommt man ja irgendwie hier mit den Spielen, habe ich das Gefühl. Ja, und dann haben wir natürlich auch immer wieder ein bisschen was gesammelt. Truhen haben wir ja aufgemacht, Federn gesammelt und so weiter. Hinkebeins Klunker, da haben wir jetzt die Hälfte eingesammelt und das spielt natürlich alles auf diese Gesamtsynchronität, 38%, also 3% haben wir jetzt höher. Das 38% vom ganzen Spiel haben wir eigentlich jetzt, kann man so sagen, geschafft. Ja, und es, wie gesagt, die letzten Prozente, die werden die längsten sein, da natürlich auch ja, viel gemacht werden muss. Ihr seht ja hier auch schon alleine von der Grenzlandkarte, wow. Wie viel wir hier die Federn einsammeln müssen und wie wenig das in Prozenten, also in wirklich Komma-Bereich, das dann ausmachen wird. Ja, es ist halt nicht so einfach. Hier gibt es eine Siedlungsmission. Das ist cool, weil hier kann wirklich dann einer zu unserer Dämonport-Siedlung dann hinkommen. Da müssen wir echt mal hingehen. Das können wir eventuell vielleicht auch im nächsten Video machen. Und da kommen wir jetzt schon zur Ankündigung. Was machen wir denn in Folge 16? Ja, wieder Gegenstände viele einsammeln, ist wichtig. Das ist natürlich ein entscheidender Punkt, wie wir hier vorankommen. Hinkebeins, Klunker, Federn, Truhen. Vielleicht tue ich mich hier durchboxen, so tak, 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 tak. Und dann haben wir eine Siedlungsmission, also da machen wir statt in der Hauptmission mal eine Siedlungsmission. Wäre ich auch für. Das wäre gar nicht mal so doof. Dass wir statt in der Hauptmission mal eine Siedlungsmission machen, weil, wie ich halt schon sagte hier in der Folge, wir müssen das leider strecken, denn es gibt leider Gottes wenig Hauptmissionen und da würde ich halt diese Siedlungsmission als einzige Mission hier machen und dann würden wir hier wirklich wieder strecken, strecken, strecken. Vielleicht gehen wir dann auch mal zur Davenport-Siedlung und gucken, wie es halt aussieht. Eventuell können wir da auch mit den Leuten dann quatschen. Wäre auch ganz nett. So, auf jeden Fall sind es noch einige Folgen, ihr merkt schon. Aber ich sag mal so, Grenzland ist jetzt auch endlich. Irgendwann haben wir das. Ne? Und hier gibt es auch einige Schnellreisepunkte noch. Ja gut, also vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo.